Der Bahnhof Frankfurt-Höchst am Morgen des 12. August 2012. Die sonst mit Pendlern belegten Bahnsteige bevölkern an diesem Sonntag Ausflügler und Eisenbahnfreunde. Gleich 4 Sonderzüge starten ab Höchst ins Frankfurter Umland. Aus Hanau ist 50-35-52 gekommen. Für die Weiterfahrt zum Flughafen wird umgesetzt. Gegenüber auf Gleis 1 rollt 141-228 ein. Die E41 gehört zum Bestand des Eisenbahnmuseums Darmstadt-Kranichstein. Sie ist zurzeit die einzige betriebsfähige Maschine dieser Baureihe. Zudem zeigt sie sich im Zustand der späten 60er Jahre in Grün mit EDV-Nummer. Ebenfalls aus Darmstadt-Kranichstein stammt 23042. Die DB-Neubau-Lok ist für einen Sonderzug nach Bad Nauheim vorgesehen. Auch 141-228 bespannt einen Sonderzug. Nach Rüsselsheim mit Besichtigung des dortigen Opel-Werkes. Auch die Straßenbahn beteiligt sich am Tag der Verkehrsgeschichte. 4 historische Züge stehen im Betriebshof Gutleutstraße bereit. Als erster verlässt ein L-Zug das Depot. Im Jahre 1955 werden mit dem Typ L die ersten Großraumtrieb- und Beiwagen in Dienst gestellt. Bis 1957 liefert DÜWAG 42 L-Züge nach Frankfurt. Der Triebwagen 124 und der Beiwagen 1242 zeigen sich im Zustand der 60er Jahre. Der geräumige Fahrgastraum entspricht den Großraumkonstruktionen jener Zeit. So wie einst ist der Zug auf dem Weg durch die Innenstadt oder auch Altstadtlinie genannt. 1996 fuhren die letzten L-Wagen. Der Bedarf an neuen Fahrzeugen ist ungebrochen. Ab 1959 trifft in Frankfurt die Bauart M ein, ein neuer Großraumtriebwagen von DÜWAG. Auch vom Typ M gibt es einen betriebsfähigen Museumszug. Er zeigt sich in der Farbgebung der 70er Jahre. Bis 1998 war diese Bauart im Fahrgastverkehr unterwegs.
Die guten Erfahrungen mit dem M-Typ führen zur Anschaffung des achtachsigen N-Gelenkwagens. Abgesehen vom Mittelteil ist der Zug weitgehend baugleich mit dem Vorgängermodell. Der Typ N kommt 1963 in 30 Exemplaren auf die Gleise. 2004 fahren die letzten von ihnen. Die historischen Straßenbahnzüge sind den ganzen Sonntag lang zwischen Schwanheim und der Hugo-Junkers-Straße unterwegs. Auch ein Typ O. Der O-Wagen ist erst seit 2009 im Museumsbetrieb. Er zeigt sich innen wie außen weitgehend im Auslieferungszustand. Cremefarben mit grüner Zierlinie. Auch einen betriebsfähigen K-Wagen gibt es noch. Als Ebbelwey-Express ist er regelmäßig unterwegs. Die ersten Wagen der Bauart K kommen 1949 auf die Gleise. Bis 1955 werden es 65 Trieb- und 60 Beiwagen. Die letzten Züge fahren 1978 im Fahrgastverkehr. Auch das Frankfurter Feldbahnmuseum beteiligt sich am Tag der Verkehrsgeschichte. Auf 600 mm Spur können hier 16 Dampf- und 24 Diesellokomotiven und viele andere Schätze bewundert werden. Einige davon sind sogar betriebsfähig. Der 1975 gegründete Verein gehört heute zu den größten in Deutschland, mit einer Sammlung, die seinesgleichen sucht. Zu den Vorzeigestücken gehört diese Feldbahn-Mallet von Ohrenstein und Koppel aus dem Jahre 1909. Zu den ganz alten zählt Lok 1 aus dem Baujahr 1900. Sie ist für den nächsten Zug eingeteilt. Den ganzen Tag lang fahren die Feldbahnzüge im Takt auf der eigenen Museumsstrecke. Immerhin 1500 Meter lang. Neben den kleinen Lokomotiven gehört auch eine stolze Sammlung an Feldbahnwagen dazu. Rund 150 Stück sind es. Vor den nächsten Zug rangiert jetzt eine Diesellok, eine NS2F vom Lokomotivbau Karl Marx in Babelsberg, 1957 gebaut. Die kleine, 36 PS starke Lok hat keine Mühe mit dem Museumszug. Auch die historische Eisenbahn Frankfurt ist am Tag der Verkehrsgeschichte beteiligt.
Entlang des Mains rollt bis zum Eisernen Steg ein alter Zug. Etwas moderner ist die Lok 8 der Hafenbahn Frankfurt. Der Zug fährt im Sandwich. Hinten schiebt oder zieht eine alte KÖV 2.